Zum Thema Immobilienverrentung hatte ich noch nie zuvor etwas gehört. Dass man seine Wohnung verkaufen und trotzdem drin wohnen bleiben kann, war mir nicht klar. Und nun ist es so. Ich wohne in meiner Wohnung, auch wenn sie mir nicht mehr gehört. Dafür konnte ich die Restschuld für die Immobilien nun endlich mit einem Schlag abzahlen. Das hatte mir die Jahre davor viele Sorgen bereitet. Denn eigentlich sollte ja meine Tochter mit ihrer Familie einmal die Immobilie übernehmen, aber uns trennen inzwischen viele Kilometer. Dass ich heute mit 70 wieder finanzielle Möglichkeiten habe, verdanke ich Immobilienexperten, die mich exzellent beraten haben. Das Maklerunternehmen hat zunächst kalkuliert, was die Wohnung der Verkäuferin wert war und mich als Investor vermittelt. Mit dem Immobilienverrentungskonzept konnte ich die Wohnung kaufen, ohne dass ich mich bei einer Bank dafür verschulden musste. Wie das funktioniert? Die Verkäuferin wird bei mir Mieterin. Sie erwirbt ein Wohnrecht. Länge und Dauer lassen sich dann frei bestimmen. Die Grundlage ist immer die Immobilienbewertung. Die Wohnung war 300.000 Euro wert. Das hatten die Immobilienprofis ermittelt. Wenn die Verkäuferin geschätzt noch 10 Jahre in der Wohnung verbleibt und um die 80 vielleicht in ein Seniorenwohnheim umzieht, ergibt das eine jährliche Rente von 30.000 Euro. Im Monat 2.500 Euro. Miete bekomme ich von der Verkäuferin 1.000 Euro monatlich. Somit zahle ich eine Immobilienrente von 1.500 Euro monatlich. Ohne Bank. Am Ende der Vertragslaufzeit ist der Verkauf vollzogen. Und der neue Eigentümer hat mit mir zwischenzeitlich den besten Mieter der Welt. Und er kümmert sich um die Instandhaltung der Immobilie. Die genauen Details und Pflichten haben wir natürlich vertraglich korrekt festgehalten. Am Ende waren alle glücklich. Mithilfe und dank hochprofessioneller Immobilienexperten. Wenn Sie mehr zum Thema Immobilienverrentung wissen wollen, hier die Experten mit besten Empfehlungen.